Herzlich willkommen bei Heidek TV. Mein Name ist Dominik und schön, dass du eingeschaltet hast. Ja, in dem heutigen Video möchte ich euch gerne einmal präsentieren oder zeigen, wie du deine Lacefront richtig perfekt klebst. Viele meiner Kunden oder auch Interessenten entscheiden sich gerade gegen eine Lacefront aus der Begründung, ja, Lacefront ist zu aufwendig, es fällt mir so schwer, die perfekt zu kleben und deswegen greifen sie zu einer Folie. Ich persönlich bin ein totaler Befürworter für eine Lacefront, weil einfach diese Natürlichkeit, gerade wenn du ein bisschen blonder bist von der Haarfarbe, super, super geil natürlich ist und einfach für mich das Nonplusultra. Das heißt nicht, dass ich eine Folie nicht mag, sondern es kommt immer darauf an, welche Vorlieben hat man einfach auch. Und ich habe sehr viel hin und her probiert und bin einfach zu dem Entschluss gekommen, dass für mich persönlich die Lacefront am optimalsten ist. In dem heutigen Video geht es einfach darum, dass ich euch mal zeigen möchte mit einem Expertentipp, wie du die Lacefront perfekt kleben kannst, ohne eigentlich viel Aufwand. Das bedeutet, in den meisten Fällen klebt ihr die Lacefront mit einem sogenannten Kajalstift. Das heißt, ihr zeichnet euch die Kontur ein mit den Punktierungen und dann streicht ihr den Flüssigkleber einfach auf die Kopfhaut. Das Problem dabei ist nur, entweder habt ihr zu wenig oder zu viel Kleber oder ihr streicht den Flüssigkleber über die Punkte und dann bekommt ihr die Punkte nicht mehr weg. Das habe ich schon ganz häufig gesehen und das ist der Super-Go, weil da musst du den Kleber wieder abrubbeln und deine Kopfhaut wird rot und dann ist eigentlich das Kind schon längst im Brunnen gefallen. Und daher möchte ich euch heute eine Variante zeigen mit Tesafilm. Bevor ich jetzt anfange, zeige ich euch ganz kurz, welche Produkte ihr benötigt und im Video seht ihr anhand einer Beschreibung, wie ihr vorzugehen habt. Kurz und knapp, ihr braucht auf jeden Fall Tesafilm, eine Bürste später für Styling, ein paar Klipse, ich habe mir in dem Fall drei, eine für die Front und zwei für den Seitenbereich, einen Pinsel für den Flüssigkleber, einen Stielkamm zum Reindrücken, einmal Maxhold Sport als Grundierung, damit der Flüssigkleber noch besser hält und als Schutz für die Kopfhaut dient, den Klebeband selber, also den Flüssigkleber, Alkohol natürlich zum Entfetten und den Rasierer, um seine Stoppeln vielleicht nachzurasieren, falls ihr nur den Front wechselt. Meine Lieben, das war mein Expertentipp für euch, mein kleiner Lifehack zum Thema Haarsystem. Ihr seht selber, wie super easy das Ganze verläuft mit der Tesafilm-Technik. Und ja, ich habe ja selber auch nur Geheimratsecken. Wenn du auch welche hast und du möchtest ein Problem lösen, ruf uns doch gerne an. Oder du hast ein komplettes Haarproblem über den ganzen Oberkopf. Natürlich können wir dieses auch lösen. Da sind wir genau die Richtigen für dich. Und ja, danke schön, dass ihr mein Video geschaut habt und viel Spaß. Bis dann, euer Dominik.